oder? Haben wir noch was zu tun? Ne, wir schauen uns das alles mal noch an. Eine Nachricht haben wir nämlich noch, oder? Saisonziel. Gesichertes Mittelfeld, natürlich. So. Jugendmannschaft, da können wir ja dann zum Beispiel noch extremen Talenten, nämlich diesem Bachmeier, einen Mentor zuweisen. Ist das überhaupt ein extremes Talent? Nein. Aber der hat 43. Dann machen wir halt Trainingsziele. Wo kann ich denn hier einen Mentor angeben? Ah, hier. Mentor, ein offensiver Mittelfeldspieler. Und zwar, wen holen wir da? Ulfur Özbek. Ich habe den Namen vergessen. So, Mentor. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Erfolg der Kategorie Mannschaft geschafft. Mentor, weisen Sie einem Ihrer Jugendspieler einen Mentor zu. 2 FM-Mark, 6 Managerpunkte. Ihre FM-Mark können Sie jederzeit gegen neue Spielfeatures eintauschen. Unser Vorschlag Manager Hausstufe 1. Ja! Jawohl, ich habe Managerhaus Nummer 1. So, was haben wir jetzt noch? Jugendmannschaft. Ja, das waren wir schon. Training. Sie müssen mehr Konditionstraining machen. Ach Gott, ich würde schon gern 8 Stunden auf Taktik anlegen. Hier auf jeden Fall 8 Stunden darauf. Körperliche Fähigkeiten müssen 10 Stunden. Quatsch, dann ist ja irgendwann schon Schluss. Mist. Ich wusste nicht, wie lang die Verteilung da ist. Schwerpunkt auf. Naja, kein Schwerpunkt. Lassen wir das mal. Machen wir auf jeden Fall. Fitness muss dabei sein. Nee, nicht so brutal. 8 Stunden. 2, 2, 2, 2. Dann noch Erholung natürlich. Und machen wir hier noch 2 dazu. Und das reicht dann erstmal. Nee, so viel Erholung brauchen wir auch immer nicht. So, 1, 2. Nee, da muss hier mehr Taktik dazu. So, Trainingsplan erstellen. Alles klar, okay. Och, das ist ja katastrophal. Erstmal müssen wir lassen den sich ums Training kümmern. Fitness-Experte brauchen wir keinen. Ich wollte nur mal schauen, Mentaltrainer. Dann, Verträge. Ja gut, darüber machen wir uns jetzt mal noch keine Gedanken. Das werde ich irgendwann jetzt bald machen, aber jetzt erstmal noch nicht für den Anfang. Was haben wir denn hier? Scouts. Alter 38. Achso, ich habe jetzt gedacht, das wäre einer, den er gescoutet hat. So, Mitarbeiter. Gut, um die muss ich mich jetzt nicht kümmern, oder? Ah, mindestens eine. Ach, die wollen was zu tun haben. Ach so. Mitarbeiter, so, dann schicken wir doch mal irgendwo hin. Scouting-System kaufen, auch nicht schlecht. Kann man die nicht irgendwo hinschicken? Das geht doch bei FIFA 13 noch einfacher. Gehalt 46 Euro. Oh, wir schicken den einfach auf den Lehrgang. Ups, nicht mehr genügend Budget. Autsch. Wo kommt denn das bitte her? Wo kommt denn bitte hier dieser hohe... Das kann doch gar nicht sein. So. Sieht immer noch mau aus. Alles klar, was haben wir noch? Privater Bereich, den haben wir schon. Merchandising. Stutzen entwickeln wir noch. Ja, komm, das machen wir. Das ist doch eine coole Idee. Auslandsverkäufe werden wir wohl kaum welche haben. Transfers brauchen wir auch keine, da ich mit dem Kader vollkommen zufrieden bin, meiner Meinung nach.
Ich meine, erste Mannschaft, hallo, was brauchen wir denn bitte für eine Verbesserung? Wir sind hier nicht in der Bundesliga, ne? So, Wochenablauf starten. Was haben wir denn da? Anpassen der Widgets, Zahleneingabe. Viele Zahlen können, sie können die Zahlen, okay. Ach so, ah, ja, klar. So. Weiter. Erstes Training. Dies ist die erste Trainingseinheit der neuen Saison. Alle einsatzfähigen Spieler stehen vor ihnen und lauschen ihren Worten. Sie blicken in eine ganze Menge neuer Gesichter. Was wollen sie ihnen für die kommende Saison mit auf den Weg geben? Saisonziele. Wir werden nicht absteigen. Wir werden unser Saisonziel erreichen. Dann Infrastruktur. Ja, das reicht schon. Wer nicht fit ist, spielt nicht. Wer schlecht spielt, ist draußen. Wenn die Leistung nicht stimmt, werden die Prämien eingefroren. Wir werden eine tolle Stimmung in der Mannschaft haben. Ich fordere Disziplin und ja, das reicht erstmal. So. Sie haben einen Erfolg, was totale Akzeptanz. Warum denn? Ach so. Okay, erstmal geht's jetzt weiter zum Trainingslager. Ich kann ja noch ein bisschen was umstellen. Verbleibende Punkte haben wir noch. Fitness muss auf jeden Fall hoch angesiedelt sein. Teamwork brauchen wir auf jeden Fall. Und was brauchen wir noch? Körperliche Fähigkeiten. Und dann noch einmal Taktik. So. Abwehr und lange Pässe. Ne, wir machen doch Abwehr. Abwehr brauchen wir auf jeden Fall. Abwehr und ich würde sagen, auf was will ich die Mannschaft denn ausbauen? Auf jeden Fall mal, ne, lange Pässe nicht. Spielaufbau will ich auf jeden Fall noch trainieren. So, weiter geht's. Neues Sponsorenangebot. Verhandeln. Alles klar. Summe erhöhen, einmal verhandeln. Einmal noch. Noch einmal. So. Unterschreiben. Juhu, wir haben einen Autosponsor. Ich glaube, ihn haben ihn etwas verärgert. Neue Gegenstände oder Hintergründe hinzufügen. Alles klar. Trainingslager beginnt heute und Mihal Lazarov angeboten. Was soll ich denn bitte mit dem? Nein, wieso? Was soll ich mit dem? Nein. So. Sonstiges habe ich auch noch Minus. Alter, ich habe ja kaum noch Geld. Ich muss damit mal etwas sparsamer umgehen. Wochenablauf starten, sonst werde ich ja direkt gefeuert. Erstes Spiel gegen Stefan Wilhelm, fällt mir mal gerade auf. So. Form, Saison bisher. Oh Gott, da werden wir wahrscheinlich untergehen. Die Aufstellung können wir eigentlich so lassen. Wir werden mal ein Spielergespräch ausprobieren. Was braucht er denn? Was können wir denn noch alles sagen? Wir müssen wirklich ein Spiel von Anfang an dabei. Ich glaube, das zählt aber nur für Punktspiele, oder? Och, nee, wenn das jetzt... Egal. Wir, starten einfach. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist.
Spiel starten, weil ich habe nicht so viel zu tun. Ich bin bei Manager immer so eher so, dass ich alles etwas schneller mache. Also ich konzentriere mich jetzt nicht auf alles, aber dafür habe ich auch das Problem, dass ich des Öfteren entlassen werde. Also muss ich da ein bisschen aufpassen, ne? So, was holen wir uns denn? Nein, kein 3D-Spiel, sondern den Videotext. Den probiere ich jetzt erstmal aus und als nächstes in der nächsten Partie werden wir dann den Textmodus mal ausprobieren. Ich bin mal gespannt. Ansprachenpunkte. Kämpft um jeden Ball. Der Sieg ist heute nicht. Geht raus und spielt auch nicht Fußball. Nein, ich werde. Wir verlieren das heute nicht machen. So, wir machen etwas schneller. Verzögerung nach Tor. Klapp. So. Klicken Sie bitte auf die Begegnung, wenn Sie auswählen. Oh, 1:0. Adam Strafe mit einem Eigentor. Ich glaub's nicht. Ich muss mal was trinken. Zu viel gelabert schon. Wir werden auf jeden Fall mal auswechseln. Wir können noch 7 Spieler auswechseln, soweit ich weiß. Spielergespräche. Dräng dich an, Benne. Nee, hier, Sven Söckler. Geht das? Motiviere. Alles klar. Egal, ich werde jetzt noch ein bisschen an der Taktik schrauben. Ich werde ich gehe am liebsten durch die Mitte. Passspiel soll etwas länger werden. Abwehrreihen, die sollen etwas weiter vorne stehen. Wir sollen jetzt und wir spielen auf Abseitsfalle. Und wenden ein Konterspiel an. Was können wir denn bei detailliert machen? Spielmacher, Sögler, Angriffsseite, Mitte. Sturmtank, brauchen wir keinen. Eher zur Grundlinie. Flankenhöhe, etwas höher. Passspiel sollte ja, in Richtung riskant schon gehen. Ich will jetzt ein bisschen was ausprobieren hier. Pressing. Machen wir schon hier. Ab hier. Gibt's volle Kanne drauf. Im Zeitspiel brauchen wir keins. Einsatz. Haut euch rein, Jungs. Haut euch richtig rein. Abstöße sollen lang kommen. Und ich habe das jetzt erstmal alles ausprobiert. Also ich habe noch... Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt diesen Bildschirm da vor mir habe. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und wollte jetzt einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ich hoffe, das missfällt euch jetzt nicht. Wir werden jetzt einfach mal voll in die Partie starten oder weitermachen erstmal. Und ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ob ich jetzt direkt schon das 2:0 fange oder nicht. Oder ob wir uns irgendwie gut wehren können. Oh, was haben wir denn jetzt? Was ist jetzt? Verletzung Tim Kruse. Oh nee. Defensiver Mittelfeldspieler. Haben wir denn noch einen, der defensives Mittelfeld spielen kann? Ja, hier Kevin Mack. Dann wechseln wir auch noch gerade hier Sögler ein. Und Ufuk Özbek. Und sonst brauchen wir nichts mehr einzuwechseln. Den Tim Knipping können wir eigentlich noch bringen für Adam Strafe. So. Der hat immerhin schon ein Tor geschossen. Das einzige Tor der Partie bis jetzt. Da passiert wohl nichts mehr, ne? Doch, 0:2. Vorlage Steffen Hoffmann. Terence Boyd in der 85. Na gut, das nächste Mal machen wir dann diesen Textmodus, weil das da war jetzt ein bisschen langweilig. So. Steffen Hoffmann, den kenne ich irgendwo her. Ja, habe ich bei FIFA schon mal gesehen. Publikumsliebling, oh ja. So, Statistiken. Da können wir nicht großartig was rauslesen. Das war nämlich etwas komisch, dass wir das so... Na gut, es war jetzt keine
Wir sind jetzt noch keine Übermannschaft. Das wird jetzt erst noch kommen. So, was haben wir denn jetzt? Die Bundesliga. Marika im Fokus anderer Vereine. Wieso das denn bitte? Der ist doch gar nicht gut. Ah, komm. Tim Kruse ist verletzt, Kapselriss im Knöchel. 2 Wochen fällt er aus. Statusbericht. Manuel Stiefler noch 6 Wochen. Gefällt mir nicht. Vorschlag des Assistenten. Na gut, dann soll er mal ein bisschen auf Ausdauer trainieren. Wo steht denn das? Nicht hier. Ach komm, ich lasse es jetzt. Das machen wir später. Ah ne, jetzt kann man hier hinzufügen, oder? Ah, jetzt mach schon. Ich würde gerne ein Trainingsziel hinzufügen. Warum geht denn das nicht? Ach Mist, ich muss mich erstmal mit diesem ganzen Ding hier vertraut machen. Irgendwie bin ich noch verwirrt, was manches angeht. Außerdem bin ich müde, es ist 4 Uhr morgens. Was können wir denn hier als machen? Spielerentwicklung? Also ich muss wahrscheinlich wohl mit ihm reden. Alles klar, danke sehr. So, Wochenablauf starten, würde ich sagen. Oh, was haben wir denn hier? Die ersten Wechsel, transfermarkt.de. Lisandro Lopez nach Tottenham für 11,5 Millionen, gar nicht mal schlecht. Nee, das glaube ich aber nicht, dass der wechselt. Alter Falter. Für 11 Millionen nach Valencia. Manchester City für 9,3 Millionen. Jolyon Lescott gewechselt. Simon Padouin. Sonst kennt man hier wohl keinen. Christian Müller von Red Bull Leipzig nach Babelsberg. Na gut, das war's dann auch schon. Gehen wir mal weiter in der Runde. Ah, das Trainingslager neigt sich dem Ende zu. Und hat sich nicht großartig was verbessert, bis auf die Fitness. Autosave wird durchgeführt, okay. Das macht er wohl dann jede Woche. Das muss ich noch irgendwie beenden. Laktattest. Bin ich mal gespannt. Ne, nicht wahnsinnig langsam, normal. Urlaub tat ihm gut. Faul im Urlaub. Oh, ich mach mal ultra fix. So, 3 Spiele haben sich verbessert und der Rest hat sich verschlechtert. Ey, was soll denn das bitte? Prestigeentwicklung. Was bringt das? Jo, machen wir einfach mal. Wenn die das vorschlagen, dann mache ich das so. So, nächste Partie steht an gegen den TSV Havelse. Und gehen wir erstmal noch Nachrichten schauen. Trainingslager beendet. Form verbessert. Neues Sponsorenangebot. Und zwar von einem Versandhaus. Gehen wir mal verhandeln und schauen mal, ob wir die Summe erhöhen können. Nochmal. Nochmal. Ah, siehste. Nein. Och Mist. Na, ist mir wurscht. Habe ich jetzt kein Problem mit. Namensrechte. Können wir die noch verkaufen an die Haupttribüne? Ne, die Haupttribüne. Umbenennen. Ne, kann man das nicht? Hauptsponsor, Sponsoren anwerben. Ach so. Der Hauptsponsor ist EA Sports. Meet and Greet. Wie geil ist das denn? Komm, das machen wir einfach mal.
Bandenwerbung. Sponsorenangebote verhandeln. Warum will da nie einer mehr Geld geben? Unterschreiben, okay. Und dann noch ein Baumarkt. Siehst du, nie will einer mehr Geld geben. Das gibt's auch nicht. Na, ist mir jetzt egal. Ja, wir stehen auf jeden Fall jetzt kurz vor der nächsten Partie. Gegen die TSV Havelse. Ich weiß immer noch nicht, was das genau heißen soll. Was sind das? Wegen des Kaufs von Julian Fricker verhandeln. Achtung. Alles klar. Ich mach das mal. Tim Kruse muss raus. Julian Fricker. Ne, den wechseln wir auch nicht ein. Kevin Meek kommt rein. Und hier werden wir Markus Pazurek reinnehmen. So. Ich gehe jetzt erstmal kurz. Wo haben wir denn hier? Hallo, was soll denn das? Wo habe ich denn hier? Ja, das gibt's doch nicht. Wo kann ich denn hier was? Hallo? Wo kann ich denn hier was einstellen? Achso, wir gehen erstmal noch in den privaten Bereich. Trainingslauf 5 Kilometer. Familie. Zeit mit Partner verbringen. Segeln gehen. Juhu, was so sehr unglücklich. Jawohl. Das war jetzt Fehlschlag Nummer 1. So, Geld haben wir gar keins. Luxus brauchen wir jetzt auch nicht. Andere Anlagen. Egal. Aktienmarkt. Achso, hier kann ich das machen. Gehen wir mal speichern, damit wir das alles schon mal haben. Erste FC Saarbrücken. Karriere. Karriere. Let's play. So, speichern. Spiel wird gespeichert. Und jetzt noch kurz die Spieloptionen ändern. Auflösung kann ich einfach nichts anderes einstellen. Wo haben wir denn die Speicherfunktion? Autosave aus. Da ist es doch. Dann auch noch Voreinstellungen. Das kann alles so bleiben. Und ansonsten gehen wir jetzt, also sind wir jetzt eigentlich erstmal fertig.